So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Hearts. Ich wollte eigentlich, oder ich habe eigentlich gestern schon kurzzeitig mit dieser Aufnahmesession angefangen, bis ich dann festgestellt habe, dass es einfach so heiß war, dass ich nicht aufnehmen konnte, so nach 2-3 Minuten. Weil das Headset, sagen wir, macht es nicht gerade besser. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr, obwohl ich glaube, heute ist es wieder relativ heiß. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Ich war zwar gerade kurz draußen, aber ich glaube, in der Sonne ist es sehr heiß momentan hier. Und auf jeden Fall, ich habe irgendwie seit 3 Tagen so da das Problem, dass mir die ganze Zeit zu heiß ist. Während mein Freund sagt, es wäre überhaupt nicht heiß und dass ich die Hitze im Grunde ausstrahle. Also das heißt im Moment, ich bin nicht wie so eine Heizung irgendwie. So irgendwie um mich herum ist es immer wahnsinnig heiß und sonst eigentlich nicht. Ja, das ist klasse. Ich liebe das. Es ist jetzt nicht so, dass ich Fieber habe oder krank wäre, aber ich weiß nicht, ich habe das manchmal, dass ich irgendwie wie so eine Heizung irgendwie funktioniere. Irgendwo ist ja das doch ein Vieh, oder? Da kommen ja noch mehr. Geht weg. Ich bin gerade irgendwie noch so ein bisschen ups, weil meine Mutter hatte gerade angerufen und mir erzählt, dass meine Oma im Krankenhaus liegt. So 5 Minuten vor der Aufnahmesession. Da dachte ich mir nur so, okay. Woppala. Aber es ist jetzt nichts. Sagen wir, es war schon nicht gut, aber sie ist über den Berg sozusagen. Also es ist jetzt nicht so, dass da doch irgendwie, dass das jetzt irgendwie noch ganz schlimm sein können würde oder so. Wenigstens normalerweise nicht. Ich meine, es kann immer irgendwas passieren, aber das ist halt immer so. So. Okay. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen whoopsala. Weil Sachen mit dem Herzen sind ja nicht so witzig, prinzipiell. Ich hatte auch schon mal was mit dem Herzen, das war nicht schön. Insofern rate ich jedem von euch, wenn ihr irgendwie erkältet seid oder euch total verkühlt habt, keinen Sport machen und sich definitiv erholen und nicht stressen und nichts. Weil das kann immer ganz leicht schief gehen. Wow, das Ding fliegt gleich in die Luft. Weil das ist nämlich bei mir auch fast schief gegangen. Ich hatte eine Herzmuskelentzündung, das ist nicht so schön. Da wurde ich auch, sagen wir, ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie tat das die ganze Zeit da weh. Und ich hatte irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Und dann war es Freitag und dann bin ich noch zum Arzt gegangen. Und zum Kardiologen halt. Und der hat dann Bluttests und so gemacht. Und dann war einer von denen tatsächlich positiv. Und dann wurde ich halt auch dann, wurde ich da halt aufgerufen. Und dann, wir gehen jetzt sofort ins Krankenhaus. Und ich saß da nur, wie? Ihr habt einen Krankenwagen bestellt. Was ist, geht denn hier ab? Ja, das war, ja, auf jeden Fall immer schön erholen danach. Alter, kommt, geht ihr mal sterben allmählich? Reicht das mal? Ich kann blöd leiderweise kreatives Wörter erfinden. Ich kann blöderweise, entweder leider oder blöder, aber muss ich blöder. 1, 2, 3. Man muss sich schon entscheiden, welches Wort man benutzen möchte. Ich kann das Ding nicht untersuchen, solange die Viecher hier leben. Geht doch einfach nur weg. War es das jetzt endlich? Ja. So, jetzt bleibt auch weg, bitte. Echt keine Lust mehr auf euch, so. Okay, wir müssen auf jeden Fall zu unserem guten Freund. Ugibugi. Oh ja, hier geht's schon wieder weiter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich jetzt lang muss. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal versuchen, über das, also von unten da irgendwie ranzukommen. Weil die Brücke ist da ja zusammengestürzt. Insofern werde ich da wohl kaum drüber kommen. Und die Potion. Apropos Potion. Die Viecher, ich muss erstmal die Viecher platt machen. Vorher kann ich ja gar nicht ins Menü. Danach werde ich auf jeden Fall mal kurz zusehen, dass ich Donald und so nochmal wieder Sachen gebe. Stehe ich hier gerade fast die ganze Zeit sterben oder so? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich ein bisschen schlecht bin. Ich muss sagen, ich habe auch seit einer Weile nicht mehr aufgenommen. Ich hatte dann noch letzte Woche, oder ich habe allgemein noch Probleme mit meiner Wade. Und weil die ist irgendwie leicht angeschwollen und da sind, ich kriege ständig Krämpfe und die, da sind so komische, wisst ihr, Besenreißer nennen die sich. Ich habe eigentlich sowas nicht und das sind so kleine, so kleine Äderchen im Grunde. Und das ist etwas seltsam, weil ich sowas wie gesagt nicht habe. Und dann haben die Ärzte mich erstmal untersucht von wegen, vielleicht habe ich Thrombose und so. Und dann saß ich nur, mein Gott, Thrombose, wollt ihr mich verarschen? Nee, habe ich aber nicht. Ich habe nur, wahrscheinlich habe ich mir irgendwas ausgerenkt oder so. Und das ist jetzt, ist mein ganzes, meine ganze Wade im Arsch. Ich komme gerade auch, von einer Stunde oder so war ich bei der Physiotherapie. Jetzt tut meine Wade noch mehr weh. Weil er da so dran rumgedrückt hat und so. Und ja.
Okay. Nein! Wow! Das ist mir nämlich in der letzten Aufnahmesession passiert. Also ich hatte bis zu diesem Punkt hier gespielt, genau. Also nicht besonders weit. Aber auf jeden Fall, ihr seht, da ist so ein Ding, so ein Loch, also ein, wie so ein Abguss. Aber der führt mich im Grunde zurück zu diesem Fallbeilplatz. Und da wollte ich ja jetzt eigentlich eher nicht hin. Wenigstens gehe ich mal davon aus, dass wir da nicht hin wollen. Items, das war das, was ich tun wollte. Oh Gott. Wen habe ich jetzt eigentlich gerade dabei? Wieso habe ich eigentlich nicht Jack dabei? Kann mir das gerade mal jemand sagen? Ach ja, genau, ich hatte das ja... Alter, wie viele Viecher wollen hier denn noch kommen? Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal zum... Nee, eigentlich wollte ich nicht zu einem Speicherpunkt, weil das ja Schwachsinn ist. Weil hier überhaupt kein Speicherpunkt ist, aber irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, hier wäre einer. Ja. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja. Ja, jetzt geh doch endlich weg. Wenn die nicht so springen würden. Was ist das jetzt, bitte? Danke. So, dicht auf Pause. Hä? Oh, die waren doch gerade weg! Das gibt's doch nicht! Wie soll ich denen denn Items geben, wenn hier ständig irgendwelche neuen Herzlosen auftauchen? Wir, das ist so ein Endlos-Spawn-Punkt. Das wird dir noch mehr nerven. Ich will denen ja eigentlich nur die Items geben. Alter! Das gibt's nicht! Ich will nur ins Menü! Das ist echt eine schreckliche Erfindung. Dieses, man kann nicht ins Menü, solange Feinde da sind. Vor allen Dingen an solchen Endlos-Respawn-Punkten. Und alles, was ich will, ist... Items verteilen! Oh, wäre ich gerade mal bloß nicht aus dem Menü rausgegangen, als ich die Chance hatte. Oh, Gott sei Dank. Ich war schnell genug, da kommen bestimmt gleich wieder welche. Key Potions, davon habe ich definitiv genug. So, davon werde ich jetzt definitiv erstmal ein paar verteilen. Weil ich ja das schlechte Gefühl habe, dass wir jetzt Shadow of the Colossus spielen dürfen und Oogie Boogie besteigen dürfen. Oder eher beklettern oder keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall klasse. Es ist total spannend, ne? Ja. Ich weiß, das ist... Ich finde das auch wahnsinnig spannend, hier immer die Potions reinzutun. Ich finde, diese Steuerung hätte man irgendwie so ein bisschen weniger langwierig gestalten können. So nach dem Motto, tauschen, welche Anzahl und wohin. So nach dem Motto. Das wäre schön gewesen. Ich schätze, das haben die in späteren Teilen noch eingeführt. Das ist ja für die heutigen Leute eigentlich kein Problem mehr, sowas eben hinzukriegen. Aber sagen wir, als dieser Teil entwickelt wurde, gab es das anscheinend noch nicht oder sie sind nicht auf die Idee gekommen. Und das macht das echt langwierig hier. Okay, sorry. Das war mein Hals. Kann ich hier eigentlich... Warte mal, hier ist dieser Fallballplatz, aber da will ich ja nicht hin. Aber hier konnte ich doch mal irgendwo lang. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr? Okay, dann versuche ich jetzt einfach mal so ganz kühn da hoch zu... Also wieder dahin zu gehen oder dann springe ich einfach mal in die Tiefe. Das wird bestimmt hinhauen. Das klappt schon! Das passt. Kein Problem. Okay, mir reicht's. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die Viecher. Das nervt mich jetzt nur. Mist, kommt jetzt eine Szene? Die Ladesequenz dauert sehr lange. Nee, doch nicht. Ich guck mich mal ganz kurz um. Okay. Ich spring jetzt einfach runter. Upp. Gut, dass man hier kein Damage kriegt. Und ich glaube, ich sollte hier nicht stehen bleiben. Ja, genau deshalb. Ist hier irgendwas? Ist das wie ein Hut und ein Gesicht oder so, ne? Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Whoops. Okay, wir können uns hier auch immer noch mal umgucken. Irgendwann anders. Wenn wir nicht gerade wegrennen müssen. Hier sieht es so aus, als ob wir hier hoch könnten. Ja. So.
Und wir sollten diese schwarzen Kugeln zerstören, ne? Ja, ich spiele gerne Shadow of the Colossus. Ich wollte das Spiel immer mal kaufen. Bin aber bisher irgendwie nicht so richtig dazu gekommen. Ist das so ein Teil? Nee, oder? Bin ich. Gesehen von der Tatsache, dass ich überhaupt nichts sehe, ist alles gut. So. Ach, die schmeißen auch diese Teile raus. Okay. Nummer 1 ist weg. Da kann ich nicht rein. Schade. Okay, nicht stehen bleiben. Ich erinnere mich. Da rein können wir nicht. Ah. Mein Hals ist irgendwie gerade so ein bisschen am Rumnerven. Ah, ich glaube, da oben habe ich noch was gesehen. Ah, nee, das ist, glaube ich, nichts. Das kann ich auf jeden Fall nicht anvisieren. Dann ist das auch nichts. So. Ich kann plötzlich so überraschend gut springen. Irgendwie. Warum sage ich sowas eigentlich? Es ist. Das ist, als ob man darum bittet, runterzufahren. Ich war gerade irgendwie so überrascht, weil ich mich hier doch noch relativ geschickt lang bewegt habe und jetzt gleich wieder runterfalle. Und so, wir gehen hier jetzt nochmal so hoch. Da ist ein Ding. Wie schön. Oh, ich falle wieder runter. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Das ist fies. Hört auf damit. Wenigstens schießt er nicht am laufenden Band. Wartet mal. War ich gerade nicht woanders? Ich glaube, ich war hier hochgerannt, oder? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen verpeilt, befürchte ich fast. Sekunde. Da ist auf jeden Fall was. Du gehst sterben. Goofy, Donald, wo seid ihr eigentlich, wenn man euch mal braucht? Ich frag nur mal so. Ich heile mich mal kurz. Ist das sogar die Stelle, wo ich gerade... Nein, Zora, lass doch mal. Du sollst dich daran nicht festhalten, Junge. Lauf! So. Oh je. Wow, wow, wow. Ach ja, ich kann ja auch rollen. Das hatte ich gerade für einen kurzen Moment ganz vergessen. Kann ich vielleicht... Gibt es hier nicht irgendwo eine Stelle, wo ich mich mal ein bisschen hinstellen kann und mal gucken kann? Irgendwie... Wartet mal. Stopp. Da kann ich vielleicht noch weiter hochkommen. Das erinnert mich gerade echt verstörend stark an Shadow of the Colossus. Oh, oh, oh. Okay, da ist anscheinend so eine Lampe. Da sollten wir vielleicht nicht gegenlaufen, aber das Viech hier muss weg. Wieso muss es... Warum ist das eigentlich immer eine Ein-Mann-Show hier? Leute, wieso helft ihr mir nie? Es ist so scheiße von euch. Richtig, da sind Viecher. Jetzt helft mir mal. Nein. Jetzt bin ich natürlich runtergefallen. Autsch. Was ist das hinter mir? Bin ich vergiftet? Anscheinend. Jetzt nicht mehr. Okay, weg mit euch. Oh, mein Hals. Was willst du denn jetzt von mir? Hals. Wieso musst du mich jetzt nerven? Ich habe dir doch nichts getan. Wenigstens habe ich nichts Ungewöhnliches getan. Aua. Natürlich. Genau in dem Moment, wo ich endlich mal hochkomme, kommt irgendein Ding und macht mich platt. So. Ja, nein. Hier hoch. So, weg mit dir. Oh, da ist sein Mund. Oh. Gut, dass ich genau an seinem Mund rumrenne oder an seinem Maul oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich renne mal weiter hoch und hoffe, dass wir hier noch irgendwas Nettes finden. Ja, hier ist noch was. Schön. Ich glaube, ich heile mich mal ganz kurz. Ich bin mal so frei. Ich dachte es mir nämlich schon, dass da jetzt nämlich wieder Viecher kommen. Und da die mich anscheinend vergiften können, ja, kümmert ihr euch mal um die Viecher. Ich habe da gerade keine Zeit für. Ist das gerade runtergeknickt?
Ich schätze, die werden mir wohl sagen, wenn ich alle habe, oder? Okay, wer von denen knickt immer runter? Einer von denen ist immer am Runterknicken. Okay. Stopp, darf ich mich mal kurz umsehen? Oh Gott, ich stehe mitten auf Oogie-Boogie drauf und da ist sein Kopf. Wow, 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 wo bin ich? Oh, hi. Schön, dich zu sehen. Ich kletter gern auf dir herum. Weißt du, das macht total Spaß, da stehe ich drauf. Ah, wo ist denn hier noch was? Ich sehe leider überhaupt nichts. Keine Ahnung, ob es jetzt gut war, dass ich hier runtergefallen bin. Prinzipiell wahrscheinlich eher nicht. Vor allem, was ist denn das schon wieder? Wow, 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 wow. Weg hier. Weg! So. Irgendwo muss hier doch noch was sein, oder? Ah, da, ich glaube, der macht schon wieder diese schwarzen Wolken. Ja, da kommen sie, und zwar hinter mir her. Ach, kommt schon. Irgendwo muss hier doch noch was sein. Wartet mal, hier kann ich mich doch schön hinstellen, oder? Ja, hier kann ich mich gut hinstellen. Und wenig sehen. Und jetzt kann ich runter... Ah, warte mal, da oben war, glaube ich, noch was. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bilde es mir ein. So, dann gehe ich da nochmal kurz schauen. Wenigstens bewegt er sich nicht so extrem viel. Das wäre ja auch noch schöner. Sora, wo wir gerade beim Bewegen sind. Magst du da bitte hochlaufen? Also richtig hochlaufen, nicht runterfallen? Da. Nein. Ihr schmeißt mich hier jetzt nicht runter. Ich beachte euch einfach gar nicht. Ich hau jetzt einfach auf das Ding. Ah, und ich habe ein Level Up. Das ist schön. Das ist nämlich ein gutes Zeichen. Genau. Das bedeutet, der Kampf ist nämlich vorbei. Das ist schön. Okay, das ist ein interessanter Bosskampf. Den fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Sagen wir, ich habe schon deutlich Schlimmeres erlebt, um ganz ehrlich zu sein. Und die Steuerung war gar nicht so schlimm. Also ich bin nicht immer überall runtergefallen. Oh, meine Wade tut weh. Halleluja. Oh, Folter. Physiotherapie gleich Folter. So. Oh, das Schlüsselloch. Ich wollte gerade sagen, gerade wo ich Zoras Schlüssel gesehen habe, dass ich irgendwie... dass es sowas hier mit Sicherheit doch auch gibt, oder? Ja, tut es. Auch wenn das jetzt gerade sehr faszinierend aussah, weil er irgendwo da oben hingeschossen hat und das dann runtergefallen ist. Okay, also hier haben wir es auch geschafft. Das ist schön. Die Kraft der Sterne erhalten. Die Magie... Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Lesen können, das war zu schnell wieder weg. Und ich habe nichts gedrückt, glaube ich. Sally, warum habe ich nicht auf dich gehört? Weil du naiv bist. Nicht traurig sein, Jack. Uns wird für Halloween schon was Neues einfallen. Und diesmal machen wir es gemeinsam. Genau.